Stopp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starcraft 2 Legacy of the Void mit mir dem FKRA Version 2, so. Mit mir der Maxima. Und mir dem Master D. Wir hatten gerade schon eine Aufnahme und es hat sich herausgestellt, Double Zerg funktioniert einfach nicht. Das geht einfach nicht. Doppel Zerg, ich weiß nicht, ob ihr es in 2 vs 2 kennt. Ach ja, und willkommen zurück zu Starcraft. Ich meine, wann war die letzte Folge? Es kommt auf euch an. Wenn ihr Starcraft Freitag gucken wollt, müsst ihr auch ordentlich klicken. Freitag? Ach, ich hab doch gar keinen Tag gesagt. Ich hab doch nur gesagt, willkommen zu Starcraft, oder nicht? Wenn ich Freitag gesagt habe, dann habe ich es nicht beabsichtigt. Mein Gehirn hat gar nicht an Tage gedacht. Ja gut. Auf jeden Fall, ja. Ich spiele Terra, warum spiele ich Terra Doppelzerg? Das hat einfach gar nicht geklappt. Wenn die mit Banding rushen, ist direkt zu Ende. Ist direkt zu Ende, das Match. Als Doppel-Zerg kannst du das da nicht mehr blocken. Einer von den Zergs muss ja nicht... Wenn einer der Banding spielt, die anderen Marines ist vorbei eigentlich. Dann nimmt er uns die Army weg mit. Und es kommt auf euch an. Die Leute zart verwirrt mit dem, was wir alles gesagt... Mit dem, was ich gerade alles gesagt habe. Am besten nochmal von vorne. Ja. Willkommen zu StarCraft, ja. Und die gute Maxi hat ein neues Mikro. So. Ja, schon mal die wichtigsten Sachen. Die werden mit Oracles kommen. Doppeltoss. Ich denke auch. Ja, ich denke ebenso. Ich kann keinen Opener mit Terra. Ich habe Legacy of the Void als Terra noch nie gespielt. Aber ich vermute mal, dass das, was ich gerade tue, richtig ist. Es geht von der Zeit her perfekt rein. Direkt mit einem Depot zu starten. Ja, der gute Daniel ist doch weg von unserem Kanal, das ist auch noch eine Sache, die gesagt werden muss. Und das war's dann eigentlich schon, ne? Ja. Eigentlich schon, ja. Sonst haben wir nichts zu sagen. Und wir hätten eigentlich euch die anderen Folgen auch geben, aber wir wurden, wie gesagt, zweimal gerusht. Das hat auch perfekt funktioniert. Selbst wenn wir Army gepumpt haben, nur Army gepumpt haben, wohlgemerkt, das ging auch nicht. Und was hat der gute Michi vergessen, sein Gas anzusetzen, weil ich unbedingt Echsen wollte, läuft. Ich muss mir noch als Terra... Ich spiele jetzt nur jetzt Terra, weil ich gerade keinen Lust mehr auf Zerg habe. Den Mist konnte ich mir nicht nochmal geben gerade. Kann ich nachvollziehen. Jetzt halt die Frage, kann ich noch als Terra spielen? Kybernetik, Warp-Knoten. Ein Marine, mal sehen, was der pumpt jetzt hart. Der macht kein R. Aber der andere vielleicht. Die haben sich vorne gebunkert. Okay. Klar. Kommt trotzdem rein, weil der ein Idiot ist. Raumhafen, da kommt er vom Terra. Ja, Mothership Core, aber das ist tot. Fail. Let's have a blast.
Add-on complete. Was tun wir jetzt? Haben wir vor? Wollen wir scouten oder irgendwas machen? Oder? Also ich pump gerade erstmal Units raus. Und jetzt muss eigentlich eine Factory kommen. Bin da gerade ein bisschen Freestyle-mäßig am Spielen, weil ich nicht mehr so richtig weiß, wie ich jetzt so ackern zu arbeiten habe als Terra. Also ich weiß, was ich zu tun habe als Terra, so ist es nicht. Not enough minerals. Ich gehe jetzt auch so ein bisschen auf Bane-Dinge, damit wir da reinkommen. Ja. Panzer werden wahrscheinlich da sein. Research complete. Kannst du spinnen? Mal, ja, werde ich gleich machen. Add-on. Na, Echse, ja, die Echse kannst du abräumen, Dom. Wollt ihr einen Scan haben? Da war aber wenig Units, beziehungsweise das hat ja kaum Upgrades oder so gehabt. Jetzt Buddy-blogge ich, also blocke ich mich gerade, supply-mäßig richtig schön ein gerade, sehr top. Also die haben halt viele Hetzer und so weiter und ein paar Marines, ne? Mal gucken, was ich hab. Ja, ich hab jetzt... Raumhaufen ist fertig, Tanks in der Mache jetzt. So, Medivac. Eins Upgrades weiter beackern. Research complete. Mineral field depleted. Upgrade complete. Go ahead. Naja, ich brauche auch noch eine Echse. Not enough minerals. It's your time. Ready for dust off. Go, go, go! It's go. Not enough minerals. Not enough minerals. Könnten halt Kolosse kommen und dann haben wir ein Riesenproblem, ne? Deswegen scanne ich mal den Protoss. Voids! Wir müssen Gummi geben. Ich würde sagen, so schnell wie möglich los, jetzt. Voids ist... Ihr wisst es selbst. Hurensohn-Unit schlechthin. Additional supply depots required. Tanks sind auch bei mir jetzt nicht mehr angesagt. Da kommt nichts mehr an Tanks. Ich gehe jetzt auch noch auf R, ne? Ja gut. Ich will jetzt pumpen, ich will jetzt pushen, deswegen. Die kommen das schon. Sind die, ja. Die Voids, die kommen an, ja, die kommen von der anderen Seite, die anderen. Alle Voids kaputt. Gut, dann gehen wir jetzt links rum und schnappen uns die anderen. Ja. Go, go! Alle zusammen jetzt! Ja, bin... komme. Ja. Wer nicht? Ich bin zu weit hinten gerade.
Die kommen von der anderen Seite, pusht einfach, ist pusht egal. Einfach. Dom, du hast doch wohl noch mehr Units außer das, oder? Additional supply depots required. Ready for dust off. Our allies are under attack. Wir lassen Rita gerade allein, go go. Additional supply depots. Our allies base is under attack. Additional supply depots required. Not enough. Meine Basis wird angegriffen. Jo. Our allies are being attacked. Geh zurück. Lappen. Vorne ist nichts mehr übrig. Ich habe beide gekillt bekommen. Habt ihr gut verteidigt hinten? Ist hinten noch viel? Nicht mehr, aber da schicke ich etwas hin. Ja, schön, dass ich hier alleine bin. Ich räume die Echse ab. Ich will nicht, dass die bleibt. Sorry. Aber die kriegen total viele Minerals auf die Art. Schön, Dom. Schön, Rita. Go, go. Jetzt kriegen wir die. Wir haben hier vorne nichts mehr. Tempest sind zerstört. Schön. Ich klappe meinen Panzer nicht aus, ich bin eine Pfeife. Da machst du nur R. Latte R. Zur Zeit schon. Ja. Fällt hier gerade ziemlich viele Units, deswegen frage ich. Cybernetic Core muss weg. In der Cybernetic Core, da kommen Kolosse, glaube ich. Die Bolts, die fliegen die ganze Zeit durch die Verbündeten durch. Also durch die Gegner. Ja, ist schon okay so, der Wegpunkt. Kriegen das hin gerade. Bin ich für ein Idiot? Jetzt habe ich zwei Echsen. Ach, egal. Kennt ihr das, wenn ihr Echsen wollt und eine zweite Echse gebaut habt, weil ihr so blöd seid? Ohne die erste zu benutzen von den beiden. Our allies are being attacked. We can use some help here. Gute Einheitenkombi, schön gemacht. War das anstrengend? Ja, ich hab richtig hart gefailt als Terra nach so langer Zeit. Richtig hart. Gucken wir mal, was die für eine Liga waren. Auch Gold. Rita hat bestimmt wieder die meisten Einheiten getötet, für dafür, dass sie so wenig gemacht hat. Korrekt. Na dran. Rita ist Minimalist. Wenig Einheiten, dafür viele Tote. Dafür viele Tote. So macht man das im Krieg. So macht man das im Krieg. Wetter, mir warst du bestimmt wieder oben. Ha! Nein, warst du nicht. Du bist kurz vorher abgestürzt. Und ich bin auch abgestürzt. Nein! Rita und ich sind abgestürzt, da kommt Dominik vorbeigezogen. Das ist eine Elke. Ja, ich war dafür nicht so am Kampf beteiligt. Ich habe das Spiel dafür so gemacht. Ich habe dann von hinten ein bisschen mit den Muten abgeräumt. Ach, ich habe deine Muten gar nicht gesehen. Ja, die sind von hinten reingesneakt und haben da die Drohnen gemacht und dann, ja. Was ist das? Da hat der feige Herr Dominik gar nicht mitgekämpft. Das erklärt auch, dass du nur das weniger Einheiten getötet hast als wir. Aha, so läuft das also. Ich habe nur ein paar Drohnen auf der Kerbe. Aber sonst? Wupp. Schon mal Master gewesen. Der erste Typ von denen. Und noch nie One vs. One gespielt. Und der letzte ist schon mal Platin gewesen, aber noch nie One vs. One gespielt. Einmal Platin.
So, das war's für die Samstagsfolge. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen da oben da. Ja, das kennt ihr bestimmt. Nein, wenn es euch gefallen hat, klickt's einfach. Und Klicks und Likes sagen dann uns, wir machen weiter. So einfach ist das. Oder schreibt's einfach in die Kommentare. Genau, oder schreibt's einfach in die Kommentare. Die Kommentarsektion befindet sich direkt darunter. Wer hat's gedacht? Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Tschüss.